Okay, und damit willkommen zurück zum zweiten Part Pokémon Morgen Rot Edition und zum, I guess, 22. Adventskalendertürchen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja, auf geht's heute. Im letzten Part haben wir unser Starter-Pokémon gekriegt hier und haben schon unserem Mutter Bescheid gesagt, dass wir in ein Abenteuer starten. Okay, rennen können wir noch nicht. Jetzt geht's auf ins Abenteuer. Kämpfen können wir nicht. Ja, wir haben das Pflanzenstarter. Kann man das hier irgendwo sehen? Wir haben das Pflanzenstarter genommen. Modi. Ah! Die Pokémon, das Pokémon Center ist frei. Können wir das Pokémon Center mal besuchen? Ui. Sieht anders aus. Hallo und herzlich willkommen im Pokémon Center. Wir machen dein Pokémon Team wieder topfit. Möchtest du dein Pokémon wieder topfit machen lassen? Ich nehme kurz dein Pokémon in meine Obhut. Den Pokémon geht es wieder viel besser. Du bist immer willkommen. Hier ist im Pokémon Center integriert ein Laden. Die Karten kaufen. Gigabo, eine Karte für Gigabo, okay. Der Gigabo Card ist so irgendwie. How many would you like? Ich kaufe erstmal eine. Wer haben wir das Geld? Hat uns Mutti gegeben. Vielleicht Informationen, vielleicht was machen die Karten? Kannst neue Karten für Triple 2 Duell kaufen oder verkaufen. Natürlich kosten die stärkeren Pokémon-Karten auch mehr als die schwächeren. Willkommen im Triple 3 Shop. Okay. Jetzt haben wir eine Pokémon-Karte in Pokémon gekauft. Interessant. Hier kann ich es nicht finden. Nur zu gern würde ich nach Deportia City reisen, um den dortigen Arenaleiter herauszufordern. Was hält dich davon auch davon ab? Dich haut das Angebot des Pokémon Supermarkts nicht gerade aus den Socken. Dann verdienen wir mehr Orden. Aha, wenn wir mehr Orden verdienen, gibt es mehr zu kaufen. Pokéball-Trank. Ja, das haut mich jetzt nicht wirklich um. Aber ja. Ich würde mal erstmal Pokébälle kaufen. 5 Stück bräuchten wir. Für den Anfang. Ein paar Tränke würde ich mir kaufen. Passt genau. 5 Tränke und 5 Pokéballer. Fantastisch. Dann kann es ja losgehen. Und einen Supertag haben wir schon gefunden. Also beim Haus der Professoren waren wir schon. Jetzt ist hier die Route offen. Jetzt können wir auf nach Route 1. Es gibt vereinzelte Durchgangshäuser, die Städte mit Routen oder anderen Dienern verbinden. Vereinzelt. Das war früher immer so. Die Musik ist natürlich großartig. Standard-Pokémon-Musik. Du kannst nur maximal 6 Pokémon in dein Team aufnehmen. Alle weiteren Gefangenen werden auf den nächstgelegenen PC im Pokémon-Center übertragen. Was ich immer noch schade finde. Was man auch jetzt zur 9. Generation immer noch nicht verbessert hat. Route 1, im Norden New Antigua, im Osten Gamora, im Süden Rancaster City, im Westen Route 28. Okay, wo wollen wir als erstes hingehen? Also ich finde, 6 Pokémon sind ausreichend, es reicht gerade so, aber also 2 Slots mehr, so 9 Pokémon werden auch mal
auch mal schön, weil dann könnte man. Es ist halt immer irgendwie, man muss dann irgendwie. Mit 6 Pokémon ist man irgendwie darauf begrenzt, dass man da muss man dann irgendwie gucken, dass man. Muss man schon sehr hart Abzüge nehmen. Da muss man schon gucken, dass man immer so taktiert, immer so guckt, dass man Pflanzen-Pokémon, Wasser-Pokémon, Feuer-Pokémon im Team hat. Da hat man schon drei weg. Elektro-Pokémon ist auch mal wichtig. Und da hat man auch noch ein. Macht man noch einen Kampf- oder Boden-Pokémon. Dann hat man meistens in den alten Spielen hat man eh noch einen sechsten Slot mit einem VM-Sklaven. Die VMs haben sie ja zum Glück abgeschafft. Aber in den alten Generationen hat man ja dann sogar den. Hat man eigentlich nur 5 Teammitglieder. Und letzten hat man irgendwie ein bisschen verschwendet. Das ist dann meistens ein Bediza oder so weiter so drin, dass man das dann. Dass man dann als VM-Sklave nutzen. Erstmal ein Kampf. Der erste Kampf nicht gegen einen Trainer, sondern gegen ein wildes Pokémon. Auch interessant. Na komm. Die Menügestaltung sieht auch ein bisschen interessant aus. Und vergiftet jetzt schon. Das gibt's ja nicht. Hatte den pinken Bruch, weil er vergiftet ist, oder haben wir wieder ein Shiny bekommen? Etwas Glück, ein Shiny zu kriegen. Na komm. Ein bisschen gewöhnungsbedürftig, pixelig, aber. Ja. Verletzt ohne Nahkampf. Ich will mal gerne ins Pokémon Center. Das ist ein Pflanzen-Pokémon. Ich brauche keinen Pflanzen-Pokémon. Ich habe einen Pflanzen-Starter. Wenn ich jetzt einen anderen Starter genommen hätte, hätte ich jetzt hier schon was gefangen, aber. Verzeihung. Macht hier keinen Sinn. Ich schleiche mal zum Pokémon Center. Okay. Gift ist weg. Manche Texte sind hier noch auf Englisch. Das ist halt irgendwie ein bisschen schade, aber ja. Das meiste ist auf Deutsch. Komm bald wieder. Das fand ich auch mal seltsam. Eine Dame im Pokémon Center, die sagt, ich hoffe, du gehst bald wieder, damit du wiederkommen kannst. Normalerweise sagt man eher, das ist so, und hier ist ein Trainer. Ich will ihn auch herausfordern. Keine Sorge, ich bin kein Trainer. Aber wenn sich die Blicke zweier Trainer kreuzen, kommt es zu einem Pokémon-Kampf. Schade. Ich hatte gehofft. Oh, Tank haben wir gefunden. Bist du ein Trainer? Erstmal den Pokémon. Was soll ich denn mit dem Pflanzen-Pokémon hier? Manchmal hast du Glück und findest ein verlorenes Item. Also immer Augen offen halten. Auch kein Trainer. Was ist denn hier los? Achso, ja. Hätten wir runtergehen können. Sag mal die Brücke. Ach, hier wartet schon jemand auf uns. Hey Max, hast du schon fleißig trainiert? Komm doch erstmal her. Nein, natürlich nicht. Hier und jetzt wird unser erster Pokémon-Kampf stattfinden. Lass uns herausfinden, wer das Zeug zum Pokémon-Trainer hat. Das wird wohl ich sein. Max, wo bist du? Ach, so sieht er aus. Die Kampfanimation finde ich ehrlich gesagt nicht ganz so prickelnd. Also
vor allem die von dem von meinem Charakter so ein bisschen mehr. Der Charakter von hinten. Auch das hier, die Pokémon könnten besser animiert sein. Ja gut, dafür, dass das hier RPG Maker Spiel ist. Ich habe leider noch keine anderen Attacken. Ich habe nur die zwei hier. Silberblick hätte ich noch. Und wer will schon Silberblick? Okay, das könnte knapp werden. Ich hätte den Trank einsetzen können. Okay, Tränke. Ich habe ihn ein bisschen unterschätzt, den Rivalen. So, wo wollen wir mal? Und alle, die sich jetzt fragen, die haben jetzt zu diesem Adventskalender natürlich eingeschaltet haben und sich wundern, warum spielt der Pokémon morgen Rot und nicht Pokémon Reborn? Wir sind beim zweiten Arena-Kampf von Pokémon Reborn mal verkackt. Dann kann man nicht mehr weiter. Das hätte ich noch weiter trainieren können, hätte ich noch sagen können, mach noch 30 Versuche, aber es war dann, ja. Das Adventskalender-Projekt für die Videos etwas unattraktiv. Go Modi. Deswegen spielen wir jetzt hier ein neues Projekt für vier weitere Parts. Wenn es euch gefällt, könnt ihr mir das, können wir das vielleicht hier irgendwann mal, ich weiß nicht, ob nächstes Jahr irgendwann noch Zeit ist, aber das könnte man sogar streamen, weil es halt hier auf dem Stream ist vielleicht ein bisschen schwierig. Ja, aufnehmen. Die Voreinstellungen, die waren schon etwas übel. Im Prinzip könnte man das machen. So ohne Tränke jetzt. Im zweiten Versuch. Level 7. Hurra. Ich würde sagen, dass du das Zeug hast zum Pokémon-Trainer. Max bekommt 80 Pokémon-Dollar und geht siegreich aus dem Kampf gegen den Rivalen hervor. Gegen Tim. Wow. Das hat wirklich alles gegeben. Wo hast du dich denn so über den Pokémon-Kampf belesen? Egal. Aber irgendwann werde ich dich wieder herausfordern und gewinnen. Er hat irgendwie Amnesie, er hat den ersten Versuch vergessen. Das war schon verloren haben. Meine Ma hat von mir vorgeschlagen, dass wir Yamura besuchen könnten. Hast du Lust mitzukommen? Es ist auch nicht sehr weit. Ich komme mit. Wunderbar. Wir müssen nur in Richtung Osten laufen. Komm. Achso, er führt mich dahin. Okay. Interessant. Siehst du, war doch gar nicht so lang. Wir müssen nun durch dieses Tor gehen und schon sind wir da. Das ist ja eine freudige Zukunft, Max. Wir verfolgen bestimmt dieselben Ziele. Also werde ich auch dir zur Seite stehen, egal was kommt. Na los, komm. Lass uns frische Meeresluft schnuppern gehen. Wo willst du denn hin, Max? Nach Yamura geht es dort entlang. Also wir können gar nicht. Da liegt aber ein Punkt, weil ich will hier auf die Route noch mal etwas zu wissen. Kommen wir später bestimmt noch hin. Ich glaube, ich hab mich verlaufen. Okay. Hier ist die nächste Stadt. Das ist nicht verfehlen. Das Vogelzwitschern ist ja so schön harmonisch. Ich höre keins, aber was soll es? Es ist so still hier.
dass man sogar das Wellenrauschen hören kann. Ich höre auch kein Wellenrauschen. Und was so ist. Einmal Pokémon Center bitte. Hallo und herzlich willkommen im Pokémon Center. Wir machen dein Pokémon-Team wieder topfit. Möchtest du deinen Pokémon wieder topfit machen lassen? Okay, ich nehme kurz den Pokémon-Notebook. Das werden wir nicht jedes Mal vorlesen. Pokémon geht's wieder bestens. Bist hier herzlich willkommen. Komm schnell wieder. Ich habe gehört, in diesem Spiel sollen die Pokémon-Arenen auch arschschwer sein. Aber soweit werden wir wahrscheinlich nicht kommen. In den paar Parts hier. Bis zur ersten Arena wird's. Wird auf jeden Fall knapp. Können wir uns nichts leisten. Kein Geld. Wie sehe, hast du schon ein gut trainiertes Pokémon-Team? Ich habe ein Pokémon im Team. Mach weiter so, Frischling, und du wirst ganz groß rauskommen. Also für ein Let's Play eher doch nicht geeignet, das Spielen. Also mal fürs Antesten ein paar Parts. Ganz hübsch. Ist das hier nicht einfach gut gemütlich? Willkommen im Triple Trials Shop. Joa, nee. Ich weiß auch nicht, wofür die Karten da sind. Wofür die Pokémon, die man schon hat, kann man da Karten kaufen. Joa. Yamura, wo die Wellen sanft ans Ufer schlagen. Yamura wird oft als die vergessene Stadt bezeichnet. Okay. Wir herzlich vergessen. Wie ich sehe, hast du ein Pokémon bekommen. Dann hast du sicherlich hierfür Verwendung. Paraheiler, okay. Interessant. Haben wir hier noch was? Nö. Keiner da. So, wen haben wir hier? Ich komme ursprünglich aus einer städtischen Gegend und finde es hier einfach traumhaft. Ja, aufs Land zu ziehen, ein kleines Dorf zu ziehen, eine kleine Stadt kann schon schön sein für manche. Andere wollen vom Dorf in die Stadt ziehen. Jeder wie er es mag. Nicht einmal die Straße wurde erneuert. So erhält man den traditionellen Charme dieser Stadt bei. Naja. Charme. Siehst du nicht, dass ich gerade einen Bart nehmen wollte? Excuse me. Ich wollte nicht stören. Ich darf immer nie ins Bad, wenn Mami baden geht. Okay, ich wollte hier nicht reinplatzen, wollte nicht eure Privatsphäre stören. Es tut mir leid. I'm sorry. Okay, jetzt nicht lang. Auch wenn der Weg was anderes andeutet. Hier ist ein Bad mit Wasser eingelassen, aber niemals da. Okay, wozu gibt es diesen Abgang? Oha. Das weite Meer. Werde ich sie hier wiedersehen? Werde ich Max hier wiedersehen? Hinter dir. Max? Du bist es, Max. Es ist unglaublich, dass wir uns wiedersehen. Es ist so schön, dich wiederzusehen. Ich hab dich vor gestern und ich hab dich also in der Aufnahme habe ich dich vor ganz genau knapp 50 Minuten verlassen. Es ist so schön, dich wieder zu sehen. Deine Mutter hat nicht ein Wort erwähnt, als ihr den Flughafen von Safronia City verlassen habt. Dennoch sehe ich dich wieder, Max. Max? Was passiert denn hier? Oh, willst du mir nicht diese junge Dame vorstellen? Aha, danke für das Kompliment. Ich heiße Stephanie, die Tante von Max. Oha, okay.
Es ist nicht unsere Mutti. Das haben wir so länger schon nicht gesehen. Sehr erfreut. Lass uns doch zu mir gehen. Da ist es nicht so stürmisch. Okay, gehen wir. Und wo ist bei dir? Ach, hier das Haus mit dem Kaffee auf dem Tisch und der Badewanne. Ah, wie geht's euch beiden? Sehr gut, danke der Nachfrage. Keine Ursache. Habt ihr schon gegeneinander gekämpft? Natürlich, was für eine Frage. Max hat leider Gottes gewonnen. Ach, Spaß. Ich scherze nur. Herzlichen Glückwunsch, Max. Das Kämpfen liegt wohl ganz in der Familie. Ihr wolltet doch bestimmt die Arenen herausfordern, oder? Ja, deshalb bin ich hauptsächlich Trainer geworden. Am bestimmt ist, dass es eine Arena in Aurora City gibt. Ich hörte so ein paar Informationen. Es gibt eine Arena in Aurora City. Aurora City ist nicht weit weg und gut zu Fuß erreichbar. Wunderbar, dann mache ich mich sofort auf dahin. Wissen Sie auch, welchen Typ die Arena hat? Die Arena hat kämpft mit Pokémon vom Typ Gift. Oha. Da habe ich mir einen Superstarter ausgesucht. Für den ersten Arena-Kampf. Ha, kein Problem für mich. Ich fange mir einfach unterwegs ein Psycho-Pokémon. Ich werde mich jetzt auf nach Aura City machen. Auf Wiedersehen. Wir müssen unterwegs noch andere Pokémon fangen, wie zum Beispiel ein Psycho-Pokémon. Das wir da vielleicht Chancen haben. Lang ist es her. Jetzt sitzt du wieder vor mir, aber musst gleich wieder aufbrechen. Nimm wenigstens noch dieses Item als Geschenk deiner alten Tante an. Super Trank. Ja, sehr schön. Danke. Max steckt das Item Super Trank in die Tasche. Und viel Spaß auf deinem Abenteuer. Wir erleben hier viel in den Parts. Es ist. Könnte fast sein, dass wir die erste Arena hier schon bis zum Ende des Projekts schaffen. Jetzt muss man gerade gucken. Guck mal, die Steuerung hier. Nicht wirklich. Das Pokémon ist nicht geschwächt worden. Nein. Müssen wir nicht nochmal ins Pokémon Center. So, dann geht's mal auf. Hier können wir endlich auf die. Oh, da kommen wir aber nicht ran. Das Item. Auf nach Aurora City. Es liegt. Können wir mal auf die Karte gucken. Nee, speichern will ich nicht. Egal. Machen wir mal. Karte. Jetzt sehen wir mal. Bei 5 ist ein bisschen ungünstig, aber. Der Mura ist hier. Ich schätze mal, Aura wird hier sein. Wenn ja, wollte ich den ganzen Weg hier lang nehmen müssen. Wie ich schon vermutet habe, hier ist die Pokémon Liga. Da geht es jetzt weiter nach unten. Haben wir unseren ersten Trainer. Sehr schön. Achtung, hier komme ich. Teenager Victor fordert dich zu einem Kampf heraus. Ein Entonator. Ein Wasser-Pokémon. Falls wir schon eine Pflanzenattacke haben, sollten wir dagegen effektiv sein. Ah, Absorber. Stimmt, das haben wir erlernt. Sehr schön. Ein Kratzer wird nichts bringen. So, Anton besiegt. Unknown Happiness Changing Method. Okay.
Level 8. Das war's wohl. Max bekommt 80 Pokémon Dollar. Wenn wir zu Gras kommen, können wir hier vielleicht noch ein paar Pokémon fangen. Wäre zumindest mal ein Ziel, wenn wir schon nicht die Arena schaffen. Wir meinen den Parts hier eine. Zumindest ein halbes Team vollzustellen. Irgendwie mal was hinzukriegen. Jochlef ist ein. Ja, können wir mitnehmen. Können wir gebrauchen. Ah, hier haben wir jetzt was Müll. Pokebälle. Na komm. Eins, zwei, drei. Verdammt. Ja, wir können es nicht schwächen. Also wenn es geschwächt ist, ja. Und jetzt angreifen, das ist bis im Eimer. Das sind Level 3 Pokémon. Na komm. Na komm. Ach komm. Willst nicht die Pokébälle verschwenden. Vielleicht machen wir mal Fund. Oh, okay. Wieder erwarten. Hat es geklappt. Und drei Bälle haben wir noch. Müssen wir neue kaufen. Na komm. Na komm. Na komm. Ah, sehr schön. Jochlef. Ist nun eine Pokémon, würde ich mal sagen. Tut mir leid, dass das weiblich ist, aber ist das erste Hunde-Pokémon, was ich fange. Denkt dir das weg, Wolfi. Denkt dir das. Die Geschlechter der Pokémon sind doch zweit- und drittrangig. Der nächste Trainer gleich. Haben wir noch Zeit dafür? Jo, den Einkampf kriegen wir noch hin. Hat sich also für den Weg der Trainer entschieden, okay. Lukas fordert sich aus. Dusigo. Wir kämpfen erstmal noch mit Modi. Können wir auch mal das Grundgras gewinnen, auch mal das Wolfi trainieren. Absorber. Okay, Höhler wird dir nicht viel bringen. Na komm, das können wir doch hier nicht verlieren. Okay, du sogar besiegt. Oha, noch ein Pokémon. Ich kämpfe noch weiter. Ich habe noch Tränke. Können wir endlich mal einen Tag nutzen. Mistort. Na, es bringt wohl nicht so viel. Na komm, das halbe Level von Moni. Das muss doch jetzt. Was dieses Fragezeichen neben den Namen zu bedeuten hat, weiß ich auch noch nicht. Kommt vielleicht später noch zum Tragen im Spiel. Vielleicht ist das Geschlecht. Das Blau. Mutti hat ein blaues Fragezeichen und Tutut hat ein rotes. Ist da was zu bedeuten?
Ach komm, Funde ist zu Tode. Es wurde geboxt. Hättest du mir wenigstens ein Pokémon hättest du mir lassen können. Ist sie doch nicht tot. Ach, hier ist schon die nächste. Die nächste Stadt oder was? Knospi. So, hier mal wechseln. So ein leicht schwererer Kampf. Level 3 gegen Level 4. Mal schauen, was wird. Nicht mal schauen, was die Attacken sind. Tickle. Es wird was. Das besitzt keine wirksame Attacke ein. So können das besiegt. Erfahrungspunkt für Wolki. Level 9 für Modi. Oh, kein Level ab. Aber Gift. Okay. Ach, hier sind wir gerade gelandet. Interessant. Wen haben wir denn hier? Warum ist hier ein Kreuz? Wenn du auf Route 1 fliegen willst, dann bist du hier. Ah, okay, das ist ein Landeplatz für Pokémon. Interessant. Sehr interessant. Gut, dann würde ich fast mal sagen, machen wir am nächsten. Brechen wir am nächsten Part Richtung Aura City auf. Mal schnell fliehen. Unser zweites Teammitglied haben wir jetzt. Ach du Scheiße, ich komme nicht lang. Okay, ich glaube, ich werde mal offscreen zum Pokémon Center in der oberen Stadt und in der Anfangsstadt gehen. Dann sehen wir uns im nächsten Part. Wieder im Pokémon Center. Machen wir das so. Bis morgen. Ciao, ciao.